Wow, das Dirndl ist ein Blickfang. Ich fürchte, das es aufmerksam werden wird. Der Bundestag wird uns sehen. Tja, ich muss mir das überlegen. Schau, ich fand einen Brief. Right. Es ist eine Aufgabe für uns. Was sagt es? Der heilige Redaktion von die Fox-Medien haben du vor den Kommentaren an dem Decathlon empfohlen. Es ist nicht eine gefährliche Aufgabe. Wir bieten einen umweltfreundlichen Pfizer-Stift für kein Geld. Dieses Wolffest ist zwar ein Wunder, mit Wildwurmspinnungen und Prakten. Die Veranstaltung wird an jeder Glosse in der Welt sein. Wir hoffen, dass du keine Konflikte hast. Yours truly, Ichabod Crane. Sollen wir es machen? Ich glaube, wir müssen. Das stimmt gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe beschlossen, diese Arbeit ist für mich. Es ist mein Traum, zur großen Zehnkampfer in der Welten gewinnen. Aber bis dahin, meinen Beruf ist der Kommentator. Es ist unglaublich, dass eine Freundin hat. Was kann ich tun? Die Milch ist an den Teppich. Es war nicht mehr. Es ist wahr. Du hast deine Karten in deine Hände. Oh ja. Warum hast du die Milch in das Wohnzimmer? Warum hast du die Milch in das Wohnzimmer? Dieses sollte gut sein. Ich habe Hunger. Ich wollte Captain Crunch haben. Wir haben eine Kuchen. Warum hast du so Würgeblick? Ich habe beschlossen, dass du verrückt bist. Ich sehe keine. Oh, ein Buchstab für Dick und Nick. Was ist das? Huh? Was ist das? Ich weiß nicht. Es ist eine Buchstabe. Ja, das übersagt nicht. Komm schon. Auf das, was sagt das? Halt an! Gib mir eine Gezeit! Was sagt das? Halt die Klappe! Lieber Kevin und Nathan, lieber Joe und Matt, ich habe sie gefunden. Sie sind glücklich. Ich bin ein Sportökonom und Mediaplaner in Portland, Maine. Ich habe beschlossen, eine Aufgabe durchzuführen. Ab und zu müssen sie führen. Erfolg ist näher, aber ist so ausfall. So anstrengen sich und unterscheiden sie. Sie können Ruhm erreichen. Wenn sie zur Aufgabe bereit sind, melden sie mich bei 588-2300. Sie können es tun. Oswald Smackenberg. P.S. besiegt Sport mit ein. Wow. Kommt nicht in Frage. Es ärgert mich, wenn Sie senden künstlich Post. Was? Es lohnt sich. Das du machen. Mach das selbst. Aber wir brauchen Geld.
Eben, du hast eine schlechte Frisur. Ich weiß, so ich schreibe ein Buch. Du bist blöd und das Buch ist blöd. Was mich stört, ist für... Komm nicht in Fra... Ich fürchte, das ist zu viel Spaß. Wir müssen KaN sehen. Bastard. Es überrascht mich. Es ist unglaublich. Die Aufgabe ist unglaublich. Es lohnt sich, das zu machen. Aber der Weg wird stressig sein. Wie stehst du dazu? Das macht mir nichts aus. Was mich stört, ist das nette Dirndl. Ich kann dir einen Tipp geben. Sieh das nicht an. Ich vermute, aber ich will dich beeindrucken. Du bist friedliebend, hoffentlich stark und stur. Ich bin auf dich stolz. Drohst du mich nicht? Die Spannung steigert sich. Ich habe ein Herzklopfen und Gauheit vor lauter Augenvergangenheit. Ich beneide unsere Freund. Ja. Zwar, ich bin auch nicht fröhlich. Der Kunstdörer ist schlecht. Ja! Es ist gefährlich. Wir sollten trainieren. Wir müssen jetzt trainieren. Ich würde laufen. Ich würde schwimmen! Mhm. Moment mal, lass. Oh, okay. Warum? Richtig. Eben. Das stimmt gar nicht. Ich möchte nicht mal darauf zurückkommen. Zoinks! Hallo, Joe. Und Matt. Die Zuschauer warten für dich. Sie haben? Ich bin ein Sportökonomen. Es ist mein Beruf. Ich stelle Wettbewerbe auf. Aber warum Josef und ich? Du bist stark. Sie können die Medien beeindrucken. Ich habe vor einen Blickfang. Das ist ein Spaß. Los geht's! Nein! KaN, ich nehme an, dass andere Konkurrenten ist äußerst ergiesig. Ha! Ha! Da ist schon was dran. Dieses ist der Bericht an KaN und Nathan. Sie sind klein, gemütig und ordentlich, aber sie sind nicht kräftig. Nein, du kannst nicht aus nu zu sein, mir. Mann. Musste nur dran denken. Matt! Gell! Es war... Deschel, ich will daib sein. Guta! Wann haben Training? Ich sehe Nathan und KaN hier am Montag. Würden Sie trainieren in den Platz? Schau. Es ist KaN und Nathan. Stop. Wann Nathan
Schächte. Es ist einen resignigen Spaß. Ich war richtig, sie ist schlecht. Sie ist schauen gegen was. Wir sollen gehen. 1,000. Oh yeah? It war nicht fleißig, aber jetzt bin ich. Du isst wohl viel Fleisch, ja? Ja, es ist sehr wichtig. The burn! It's a deep, deep burn. Ich war ein Ergesiegen Olympiasieger. Man soll your game. Ich bin enttäuscht, dass du schlecht bist. Ich bin nicht schlecht gewesen, aber jetzt ich bin. Wir müssen uns vorbeiten. Ja, gehen wir. Es wird schon wieder. Wir sind schon hier gegangen. Ich sollte das gedacht haben. Ja, ich auch. Uniforms! Yeah! Woo! Hey Joe, great news. Got us some shirts. Oh yeah. Yeah. Sweet. Yeah, that's what I'm talking about. Getting these now right before the match. Yeah, we get team chemistry, that's what we need. Oh yeah. Oh, you need some help? No. I got you. Alright. Thanks. No problem, man. No problem. I mean, this is what team chemistry is all about. Working together. Life lessons, some good life lessons there. Oh, you're in the wrong hole there. Thanks. Hey, we learned life lessons from Narnia. Oh, it felt good. Further. Mr. Bright? Further. Further. Yeah. Mr. Bright. Oh, they're coming next to him. Yeah. Explosion for Geld. Further. Time for some good old fashioned basketball. 2-on-2, JaM versus KaN. Ooh, that looked like an elbow to the face. It's a shame to see that kind of stuff these days. Oh yeah, that's definitely looking like a charge on Kevin. Matt doesn't seem to be happy about it at all. Oh, what's this? A punch in the face. That is a shame. I can imagine this grudge being held in the locker room. Looks like the ump's gonna kick him out of the event. Oh, what's this? That's just dirty.
It's a shame to see such talented athletes with such bad attitudes. You know they must be on drugs. Looks like Joe's gonna have to take the rest of this event solo.
where Joe's soccer skills come in handy. Hi! The bloom of the cottonwood tree seems to really be affecting King Pan's ability to score a touchdown. Sad to see that the sport has really just gone downhill since the great football fire of 1912. It's 4-3. Looks like Team KaN is going for the touchdown. Tie the game up. No! Oh, not even close. No! Oh, they're just relentless, showing no mercy. Yeah! Looks like they're gonna punt it. Yep. Yes! They say it was around 400 BC when the ancient Greek philosophers first questioned whether the milkshake was a beverage or an ice cream treat. However, the answer is still debatable, which brings us to our next event. Yes, the contestants appear to be ready at the round table where they will debate whether or not it is an ice cream treat or a beverage. I think it's obvious. Milkshakes are ice cream. What do you have to say? Then why is it in a cup? No! What do you eat your milkshakes with? What device? I use a straw. What do you drink? Sometimes you have to use a spoon. No. Yeah. No. That is a poorly made. Have you ever had a Frosty before? That is not a shake. Oh, that is not a shake. It is Wendy's. That's a whole different topic. It is Wendy's version of a shake. No, that is not a shake. They have shakes on their menu too. They have shakes on their menu too. You can get a shake at Wendy's if you want. But is a Frosty? No, you can't. If it's drink ice cream or a beverage, it's a beverage. Thank you. What if you can use both a spoon? Have you ever eaten licorice? Either of you? Have you ever eaten licorice? Yes. 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 What? Wait. What kind? Twizzlers or Red Vines? And what is licorice? A candy? It's a food. It's not a beverage. It's a straw. It is a straw. You don't drink it with a straw. But you just contradicted yourself. No, I didn't. You just said a straw was a food, so therefore. But could you say a straw was a food? Drink a shake. You said. But could you drink that a is shake what you said with a Twizzler, okay? Team KaN has won. Go fish. Spice and Heaven, do you have any nines? Hey Joe, do you want to go fish? Hey Nathan, got any queens? We're okay. So now just look at the beauty, man. Vernacular. That's ridiculous. Freaking loser. Oh, hi, friends. Since the land before time, the ancient Greek philosophers have been debating many important issues of humanity. However, they have never questioned that death is the inevitable end. In the case of the decathlon, this is not true. Although all of the contestants have died, and whether it be the drag racing, kite flying, or the tornadic aftermath, the spirit of the decathlon lives on. If you'd like to join us next year and become a contestant of the decathlon, contact us at Fox Media at 5-8.
1, 2, 300 Empire!